So, liebe Leute, die Saison ist durch. Wir machen heute weiter und es geht weiter jetzt in die Vorbereitung auf die Saison 2. Wir kriegen gerade die Nachricht, dass Inter das Champions League-Finale gewonnen hat, aber viel wichtiger ist, dass wir den Ligatitel gewonnen haben und den Pokal. Und St. Pauli steigt tatsächlich als Erster noch auf. Und sie hätten wir so im Hinspiel geschlagen, wäre sogar Zweiter gewesen. Nur. Naja, Dritter geworden, Entschuldigung. Ja, wir steigen mit St. Pauli zusammen safe auf. Sandhausen muss in die Relegation und für den Rest geht's dann in der nächsten Saison auf ein neues weiter. Gut, dann machen wir mal weiter. Wir gehen nämlich jetzt in die Saison beenden. Viele Spieler, die natürlich jetzt zurückkehren werden. So, gucken, was jetzt passiert. Ich hoffe nicht, dass sich mein FIFA jetzt aufhängt. Nee, sieht auch nicht so aus. Warte mal kurz gucken. Marco Schubert kommt zurück, Sebastian Rudi kommt zurück, Alabaki, also die kommen jetzt alle natürlich zurück jetzt von uns. Aber wie gesagt, wir werden jetzt ein bisschen auf die Saison vorbereiten, auf die beziehungsweise in die neue Saison gehen. So. Gut, dann passt das. Der Fußball ist zurück. Am Beginn einer neuen Saison sind alle wieder auch voll Hoffnung und Träume. Was bisher geschah, zählt nicht mehr. Wir konzentrieren uns auf die Zukunft, auf das, was wir erreichen werden. Das erste Spiel einer neuen Saison ist der erste Tag unseres restlichen Fußballerlebens. Ja. Wie gesagt, wir sind Meister in Liga 3. Wir sind Pokalsieger. Wird wahrscheinlich jetzt das erste Spiel sein, das Pokal, das Finale des Supercups gegen die Bayern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil als Meister, ich gehe davon aus, dass sie Meister geworden sind. Also würde mich schwer wundern, wenn es ein anderes Team gewesen wäre. Aber mal gucken, erstmal. Dauert jetzt gerade nur einen kleinen Moment, bis der hier alles so, sich zurechtgeladen hat. So, es dauert. Der lädt sich immer noch ein zurecht, gerade was die Vorbereitung auf die neue Saison betrifft. Ah, okay. Wir können tatsächlich so ein bisschen auf die Vorbereitungsrunde machen. Das machen wir aber nicht. Wir gehen, da brauchen wir gar nicht jetzt reinzugehen. So, wir gucken jetzt. Wir haben tatsächlich es geschafft. Wir sind da mit dem Transfermarkt. Wichtig für den Transfermarkt. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen meine Mannschaft mal angeguckt. Also nicht angeguckt. Ich habe ja jetzt mal so ein Wunschteam aufgestellt in Liga 2. Und ja, das heißt, wir werden in die Teamzentrale gehen. Und dann müssen wir viele Spieler natürlich abgeben. Oder wollen viele Spieler abgeben. Oh, Busse-Schuhe. Möchte seine Karriere beenden. Warum auch immer. Aber sind wir nicht. Ne, sind wir noch nicht im Transferfenster, ne? Oder? Doch, wir sind im Transferfenster. Okay. Na gut, die stimmt, die sind alle 2 Jahre verliehen, ja. Auf die Transferliste. Auch auf die Transferliste. Die Transferliste. Transferliste. Ich muss die Spieler jetzt gerade mal so ein bisschen viele Spieler abgeben. Sebastian Rudi. Transferliste. Platte gehe ich. Den Platte wollte ich nicht in die neue Saison, genau. Den sollte noch verkaufen. So, dann gucken wir mal, was wir so kriegen könnten.
Terodde-Kass hier holen kann, das weiß ich noch nicht. Ob der ja kommen würde. Ja, würde kommen. Weil das ist Mr. Zweite Liga und der wird... Das ist Mr. Zweite Liga, den müssen wir holen. Das ist mein erstes Ziel. Zwar 33 Jahre alt, aber halt definitiv. Wie viel haben wir denn? 40 Millionen haben wir. Warte mal. 4,8 Millionen biete ich euch mal. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht sagen, nö, den werden wir definitiv nicht abgeben. Ja, okay. Puh. So, dann gehen wir da rein. Schlüsselspieler, klar. Ich skippe das nur, weil das jetzt sonst zu viel wird. Zwei Jahre. Gut. Akzeptiere ich. So, Gehalt. So, ich hoffe, dass er da sagt, ist okay. Ja, und damit haben wir den ersten Neuzugang schon mal unter Dach und Fach. So, Elias, der ist ja zu uns gekommen. Skodran Mustafi, den möchte ich gerne noch verpflichten. Soll meine neue Innenverteidigung bilden, wahrscheinlich mit Bella Kotschab zusammen. Frage ist, was wird denn der Angebot absenden? 20 Millionen muss ich bieten. Gut. Dann gewarnen wir das Ding noch schnell. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich. Ich skippe das halt jetzt erstmal nur. Kann ich akzeptieren. Und dann passt das. So, Simon Terodde ist zu uns gekommen jetzt. Okay, zwei Neuzugänge habe ich noch ein bisschen auf der Liste. So, der einmal ist es Robin Hack vom 1. FC Nürnberg. Und ein anderer Name, der so lange schon ein bisschen in der Liste war, ist, wird Erik Tommy sein vom VfB Stuttgart, der allerdings auch die andere Seite spielen kann wahrscheinlich. So, oh, der Transfer läuft in zwei, aber ich will den jetzt schon verpflichten gerne. So, erstmal mal gucken, was wir da das Ding mit Hack zukriegen. So, Transfersumme anbieten. Ich biete mal 9 Millionen. Ach, scheiße. Okay, dann muss ich in der Woche nochmal probieren. So, Kaufvorschlag. Weil ich über die Spieler nichts weiß. Ja gut, dann werde ich aber versuchen noch. Dann werde ich nochmal gucken, dass ich den kriege. Ich kriege noch Kohle rein, wenn ich meine Spieler loswerde. Dann bin ich erstmal die 9 Millionen für Erik Tommy. Ja.
So, dann gehen wir mal ins Gehalt. Akzeptiere ich. 3 Jahre Vertragslaufzeit, jawohl. Freigabesumme können wir mal hoffentlich übergeben, wenn das okay ist. So, Gehalt. 50 und 60. Und damit haben wir den nächsten Wunschneuzugang fix. Robin Hack werde ich versuchen, in der nächsten Saison, beziehungsweise nicht in der nächsten Saison, sondern im nächsten Spiel zu verpflichten oder in der nächsten Woche zu verpflichten. So, Teamzentrale. Felix Platte Nummer 29 behält er erstmal. Kriegt der Ritomi die 33 und Mustafi kriegt seine Originalnummer, die er beim FC Schalke ja bekommen hat, die 30. So, T. Roddy, vorne rein mit dir. Dragovic, Erik Tommy. Ja, der kann halt links, rechts und offensiv spielen, ne? Das ist halt der Vorteil, dass er alles spielen kann dort. Ja. Aber zumindest Mister zweite Liga habe ich da vorne gekassiert, mir geholt mit Simon Terodde. So, gehen wir mal rein in den Training, in Training. Beziehungsweise wir sind in die Vorbereitung, weil da kommen bestimmt die ein oder anderen Neuzugänge noch dazu. Beziehungsweise einige Abgänge, die kommen. Bis zum 31.07. ist ja noch Transfer-Deadline. Spieler mit Vorvertrag ist angekommen. Ach, da ist einer. Dauert wieder gerade einen Moment, bis der da irgendwas zu Ende geladen hat. Jetzt. Ja, aber sehr viele neue Spieler gekommen sind. So, 16 Millionen. Okay, 40 Millionen mal. Oh, Transferbudget von Saint-Étienne für Lukas. Das ist erstmal gut. Das ist sehr gut, das Angebot. So. Okay, Spielerchat. Eine Laie kann in der Karriere helfen. Ich brauche dich frühestens in der zweiten Liga. So, du bist woanders. Das hängt gerade so ein bisschen nach alles. Ach man, leg mich doch mal. So. So, du hast ja im letzten Spiel schon gespielt. Okay.
Deswegen. Na gut, aber es geht ja weiter. Ja, vieles getan worden. Trotz Angebote. Nur mit. Warte mal. Delegieren, weil ich will diesen Tauschspieler. Angebot annehmen. Angebot annehmen. Da haben wir schon durch. Tauschspieler. Ich will den gar nicht. Ich will den komischen Tauschspieler gar nicht haben von euch. Also ich könnte den Spieler haben, aber ich will den Tauschspieler nicht mehr haben. Gut, dann behalte ich die. Weil ich will das Thema mit dem Tauschspieler nicht haben. Also der kann gerne gehen darin, aber ohne die Möglichkeit, ohne. Gut, Archimero war Top-Transfer. So, mal gucken. Lukas verkauft, sehr gut. Schubert verkauft. Ah, sehr gut. Jetzt müssen noch ein paar andere gehen. Jetzt. Oh, Transfer auf der Platte. Wen haben wir denn da? Och, ich will diesen scheiß Schauspiel. Geh mir den auf den Sack mit einem scheiß Tauschspielern. 2,5 Millionen hat er wert. Tauschspieler keine. Ihr könnt gerne. Viereinhalb Millionen. Anfangsangebot. 8 Millionen. So, weg mit dem. So, Club annehmen. So, dann haben wir das auch. Ich brauche keine Tauschspieler unbedingt. Da steht schon ein paar Verhandlungen, was? Da steht schon ein paar Verhandlungen. Okay. Jetzt haben wir es. Haben wir spielbar verhindert. Platte geht jetzt erstmal noch nicht. Ja, könnten, wie gesagt, ich möchte halt keine Tauschspieler haben. Das nervt mich einfach gerade, weil ich dann den Kader wieder kleiner machen muss. Die kriegst du dann immer so schwierig los. Wie gesagt, Aschimiro war ein guter Transfer, das muss ich mal auch sagen. Transfer geholt. Dieses Krüger behalte ich. Aschimiego nach Talleres. 2, für 4,1 Millionen. Düsseldorf möchte Florian Krüger für 14 Millionen verpflichten. Okay. Aber das ist nicht mein Ding. Ich möchte jetzt gerade nur gucken. Ich muss mir noch einen. Und zwar den Robby Dag will ich noch verpflichten. Dann habe ich meine Kaderplanung erstmal abgearbeitet. So, Transferzentrale. So, das möchte ich jetzt auch schnell zumachen, das Ding hier. Gegenangebot. Angebot absenden. Okay. So, dann delegiere ich das Ding hier noch schnell zu Ende. Wichtig.
akzeptiere ich das. Und jetzt möchte ich hoffen, dass sie mir eine Freigabesumme übergehen. Ja, damit haben wir unseren nächsten Neuzugang unter Dach und Fach. So. Du gehst auf die 33. Dann geht Tommy auf die 42. Robin Hack auf die 17. Dich kann ich auf eine hohe Nummer, weil ich dich eigentlich loswerden will. So, gut. Dann habe ich meine Mannschaft jetzt schon mal so weit stehen. So, gucken. So. Genau, Shreddy Mamba, den kann ich auch noch verkaufen. Das war viele Tore in Liga 3 gemacht, aber ich spiele momentan nicht so ein bisschen meine Planung. So, weiter geht's. Bis 31. Juli. Pieper weg, sehr gut. Wieder ein bisschen Transferbudget reingekriegt. So, Angebot angenommen. 14 Millionen Pieper, 11 Krüger. Ich möchte dich aber nicht abgeben. Spielmann abgegeben, sehr gut. Natürlich muss ich jetzt ein bisschen was umbauen. So. Galatasaray hat sich verpflichtet mit Amar Pieper, der jetzt von Arminia Bielefeld von uns gekommen ist. Oh, Transferangebot für Sebastian Rudi. Gut, Freigabe für Mamba bezahlt, da kann ist in Ordnung, weil ich ihn eh abgeben wollte. Aber Sebastian Rudi möchte, ja, der Bremen möchte ihn haben, okay, konnte er haben. Für 23 Millionen nehme ich das Angebot gerne an. Gut, da würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter wahrscheinlich mit Transfers und Transfers, Transfers. Bis zum Ende der Deadline, die am 31. Juli ist. Mittlerweile sind wir, am 31. August ist es. Und dann machen wir mal ein bisschen weiter mit Transfers. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss.